Es ist mal wieder sehr früh am Morgen und wir gehen zum Geschenkestippen. Also, los geht's. Es wird schon langsam Stück für Stück heller. Attacke Vollgas. Schnappt euch eure Stippe und dann geht es hier zum Neujahrsgeschenkestippen. Das heißt, wir haben hier diese Area in diesem Bereich. So langsam. Ich glaube, hier irgendwann hört es auch langsam auf, dass es funktioniert. Aber hauptsächlich so hier in diesem Bereich. Ich stehe in der Regel immer hier. Und dann raus damit mit den Stippen. Ha! Es startet natürlich direkt wieder die Happy Hour. Und ab geht es. Stippen ist jetzt vielleicht etwas übertrieben gesagt. Es geht um eine Stippe. Also raus mit einer Stippe. Und dann wollen wir hier was rausziehen. Im Idealfall halt, wie gesagt, die Weihnachtsgeschenke. Also ich stehe jetzt hier gerade das erste Mal. Ich habe noch nichts in den Taschen, wie bei den letzten Malen. Da hatte ich ja schon mal ein bisschen vorgestippt. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie sich die Geschenke verhalten. Und wir gucken natürlich auch, wie gleich das Setup aussieht. Und dann schauen wir mal, was da denn da so alles drin ist. Apropos, was da alles drin ist. Wir hatten dieses Mal... Na, das könnte doch schon was Großes sein. Ist es direkt das Erste? Das ist direkt das Erste. Solides Weihnachtsstippen. Ja, Wolski. Komm raus hier mit den Brocken. Langsam nach oben, also immer schön linke Maustaste gedrückt halten. Und dann hinlaufen langsam. Vorsichtig rangehen. Da ist es, das erste Säckchen. Ein Beutel mit Geschenken. Öffnen? Nee. Ich pack das erstmal alles schön in den Rucksack. Zack. Und geöffnet wird dann, wie beim letzten Mal, alles im Livestream. Also, kriege ich das bis nächsten Montag hin? Nee, ich glaube nicht. Ja, vielleicht doch. Gucken wir. Also, wenn ich alle zusammen habe, entweder montags, Mittwoch oder Freitag. Apropos, nächster Freitag auch wieder großes Wettangeln am Belaya. Beim letzten Wettangeln hatten wir auch, ich weiß gar nicht, was hatten wir an 6.000 Silber? 5.000? 5.000? Ich bin schon ganz durch. Zu viel. Aber großes Wettangeln am Belaya war richtig, richtig gut. Also das Jahresabschlusswettangeln schon wieder. Mit natürlich vielen und schönen Preisen. Und dazu kommt, ich werfe mal direkt wieder aus. Dazu kommt die ersten drei Plätze gewinnen Silber. Das ist natürlich auch eine richtig coole Aktion von RF4 dann auch noch. Also wir können zumindest noch mal ein bisschen mehr Silber absahen in den ersten drei Plätzen sogar. Zu den Geschenkestippen noch mal. Wir starten im Discord. Link zum Discord ist unterm Video. Wir starten im Discord eine kleine Aktion, um mal zu gucken, was denn da so alles drin ist. Das heißt nicht nur deswegen, ja, damit wir quasi im Stream alle Geschenke aufmachen, sondern ich mache dann quasi auch Screenshots. Das ist, glaube ich, jetzt kein Geschenk. Das ist, glaube ich, ein Fisch. Ja. Zack. Schönes Rotauge. Und direkt wieder raus damit. So. Genau. Wir starten im Discord eine Aktion, um quasi zu gucken, welche Geschenke haben welchen Inhalt. Und da ist im Community-Bereich, ein bisschen weiter unten, der Bereich Geschenke stippen. Und wenn man dann halt schaut, zack, Inventar, da ist auch direkt hier, ich hocke direkt davor. Aber hier unten ist der Bereich hier, der Bereich Geschenke. Und dann gucken wir einfach, ich mache quasi einen Screenshot kurz von diesem Geschenk. Und es gibt ja, wir können uns das ja anschauen, hier von diesem grünen Geschenk, wenn man hier, hoppala, da ist schon was dran, oder? Wenn wir jetzt hier gucken, hiervon gibt es drei Stück. Das eine mit dem Stern in grün habe ich schon. Bedeutet also, ich mache dann einen Screenshot
oder ein Foto hier mit Windows-Taste Shift und S. Also natürlich von dem Großen. Und füge das dann im Discord ein. Also das war jetzt quasi gerade der Screenshot. Und dann mit Steuerung V einfügen und dann hat man das Bildchen von dem Sack. Zack, zack. Und dann fügen wir das quasi so, zack, großes Bild. Und alles, was dann da reingekommen ist an Artikel oder was da eben rausgekommen ist, das kommt dann da mit unten drunter. Vielleicht mache ich das gleich mal irgendwie als Beispiel. Da können halt eben solche Sachen drin sein, ne? Irgendwelche Boilie-Sets oder hier Riesenpackung Schokolade. Hier Getränke, Monkey Cola. Da können aber auch Sachen eben drin sein vom oder fürs Angeln direkt. Nicht nur, ich sag mal, solche Gimmicks, solche kleinen Snacks oder sowas. Hier die D-Böller, der Käsesnack. Ja, all solche Sachen können da eben drin sein. Und da machen wir einfach mal eine große Liste, was denn da auch alles wirklich drin ist. Hoppala, da ist tatsächlich schon wieder was dran. Aber ich glaube, kein Geschenk. Eine olle Grundel, schön. Also, ich gehe dran an das Ganze mit diesem Setup. So, guck mal, da sehe ich gerade schon im Chat. Erster Sack, 7 Tage Premium. Wird hier schon geschrieben. Sehr schön. Geht auch schon gut los. Ja, das sind natürlich auch so gute Sachen, die hier drin sein können. Gerade jetzt, wenn man das natürlich aufmacht und man hat Premium, haben wir ja quasi doppelte Premiumszeit. 2 Stunden also. Das lohnt. Und auch hier sage ich nochmal, lohnt sich am meisten das Skillen, und zwar das Skillen in der Premiumszeit vom Köderbeschaffung und von Angelfutterzubereitung. Da die Prozente hochpushen, guckt euch auf dem YouTube-Kanal die Videos dazu an, zur Angelfutterzubereitung, wie macht man am schnellsten die 100% voll. Köderbeschaffung ist natürlich auch ein bisschen teurer, das Ganze. Aber auch da, soweit es geht, halt in der Happy Hour, die dann jetzt 2 Stunden geht, durchballern die Köderbeschaffung. So, raus damit und wir gucken mal ins Setup rein. So sieht es aus. Ich habe hier die Haselnussrute, die man quasi vom Weihnachtsmarkt kaufen kann. Das ist nicht zwingend notwendig. Man kann das mit jeder anderen Stippe genauso machen. Ich finde, die ist bloß gerade ganz praktisch. Die ist nicht ganz so lang. Ich möchte keine Rute haben, die mega lang ist. Eine kleinere tut sogar auch noch. Also das finde ich gerade wichtig, weil es macht das Ganze noch ein bisschen leichter mit dem Anschlagen. Man hat nicht so viel Schnur, so wie jetzt hier auf dem Wasser. Also es bommelt nicht so viel Schnur rum. Und dann habe ich hier ein ganz kleines Setup. Ich habe einen 24er Haken gewählt, eine Zuckmücke drauf. Vielleicht mache ich auch gleich noch irgendwie einen Brei drauf hier, einen Teig. Also Perlengraupenbrei oder sowas. Oder einen einfachen Regenwurm, könnte man eigentlich auch machen. Regenwurm hat man ja auch in der Regel Unmengen. Ja, 55.000. Ausreichend Würmer. Und dann, so, zack, raus damit. Und dann wie immer mit der Stippe Schnur immer ein bisschen straff lassen. Also beziehungsweise nicht so viel Schnur auf dem Wasser lassen. Und dann abwarten. Gerade mit dem kleinen Haken sollte da eine recht große Frequenz sein. Und vielleicht geht ja noch so eine Trophy-Schläfergrundel rein, oder? Wäre doch mal nicht schlecht. Und dann gib ihm. Dann muss man sich hier tatsächlich beim Stippen ein bisschen die Beine im Bauch stehen, bis man dann, zack, da zuppelt es wieder los, bis man dann da die nächsten Geschenke hat. Ich gehe mal direkt ein bisschen nach hinten. Also Setup relativ robust aufbauen, nicht ganz so klein. Ich freue mich schon auf die erste Niete. Ich bin sehr gespannt, was für Nieten dieses Jahr drin sind. Im letzten Jahr waren es diese Bügeleisen. Davor, hier war noch das Datum drauf, 21, waren es so Kettlebell, so Gewichte. Also das ist halt auch immer irgendwie, ich sammle die und bin immer gespannt, was denn dann dieses Jahr auch wieder da drin ist. Gucken wir mal, da zuppelt es nochmal. Bisschen zaghaft jetzt gerade. Und dann kann das halt sein, gerade bei diesen Gewichten, die können
super dein Setup kaputt machen. Also da drauf achten, baut euer Setup auf jeden Fall richtig zusammen. Auch wieder was Lüttes. Ich überlege schon, ob ich die Fische verscheuche, wenn das so lange zuppelt. Irgendwann weiß man ungefähr so dieses Zuppelverhalten auch von dem Sack. Gucken wir nochmal eben rein, ne? Also richtig zusammengebaut. Ich habe hier eine Tragfähigkeit halt auf der Route von 6,5. Heißt also, die Schnur bei der Stippe, eine Monoschnur gerne auswählen, weil die so ein bisschen so einen Gummieffekt hat. Das drillt quasi den Sack. Also diese Gummischnur nehmen. 6,2 Kilo. Sollte funktionieren. Und dann gib ihm. Zack. Und da kommen das nächste kleine Ding. Ja, die grundeln. Und da sehe ich auch im Chat schon jede Menge Schläfer grundeln. Also, ja, so kann es losgehen. Petri, würde ich sagen, zieht euch raus die Säcke. Wenn ihr Bock habt, macht einfach mit beim Tauschen oder Austeilen der Bilder sozusagen im Discord, damit wir mal gucken, was es denn so alles in diesen Säckchen gibt. Und dann sehen wir uns, ja, beim nächsten Wettangeln, im nächsten Video oder im Livestream. Und da kommt sogar nochmal eben den Sack raus. Na, guck mal. Zack, der nächste. Ja, also im Livestream montags, mittwochs und Freitag. Schöne Festtage, macht euch ein paar entspannte, zieht raus die Brocken und die Säcke. Bis zum nächsten Mal.